Und hier sind die Jonas Brothers. Seinen Traum zu leben kann vieles bedeuten. Für uns Jonas Brothers bedeutet es, diesen Traum im Kreis der Familie leben zu dürfen. Wenn wir auf Tour sind, ist dieser Kreis ziemlich stark erweitert. Die Crew ist unsere zweite Familie. Wir kommen super miteinander aus. Ohne sie könnten wir nicht jeden Abend einen Hammer-Auftritt hinlegen. Darum bitte ich um einen Riesenapplaus, wenn wir das Team Jonas jetzt vorstellen. Hallo, wir wissen genau, dass ihr das besser könnt. Als erster läuft ein unser Tourregisseur und Team-Captain Rob. Er brüllt alle an, wenn es sein muss. Oder knuddelt uns. Licht, Sound. Er sorgt dafür, dass alles auf der Bühne klappt. Und wie ein Vater baut er uns immer wieder auf. Es ist eine Ehre für euch zu arbeiten. Denn die Freude, mit der ihr da oben steht, überträgt sich auch auf uns. Hätten wir Rob und unsere ganzen tollen Leute nicht im Aufgebot, könnten wir in der ersten Liga nicht mithalten. Davon rede ich. Und hier? Einer mit ganz viel Power. Auf jedem Konzert dabei. Der Mann, die Legende, Big Rob. Yo, Big Rob's the best. Er sorgt für unsere Sicherheit und hat immer ein offenes Ohr für unsere Probleme. Und egal wie heftig uns die Bälle um die Ohren fliegen, Big Rob stellt sich immer bereitwillig für uns ins Tor. Gehen wir es an. Die große Entscheidung findet natürlich oben auf der Bühne statt. Das hat gesessen. Und was wären wir da ohne unsere Band? Das ist Ryan, unser Keyboarder. Das ist Greg Garbowski, er ist Bassist. Das ist Jack Lawless, er spielt Schlagzeug. John Taylor, musikalischer Leiter und Gitarrist. Und manchmal macht er auch die Wäsche. Sie sind unsere besten Freunde unterwegs. Wir machen fast alles zusammen. Und das Tolle ist, wenn wir auf der Bühne sind, machen sie nie schlapp. Und um das Team Jonas komplett zu machen, hier zwei Personen, die bei uns einen Stammplatz haben. Das sind Maya. Ich fahre die ganze Tour mit und finde das total spannend. Und ihre Mutter Kiyoko. Oder wie wir vom Team Jonas sie nennen, Coach K. Coach K ist unsere Assistentin, wenn wir unterwegs sind. Und Maya ist ihre rechte Hand. Und meine beste Freundin. Nick und Maya waren von klein auf Spielkameraden. Wir haben Theatervorstellungen gegeben, sogar mit selbstgebastelten Eintrittskarten. Ich kenne Maya seit meinem vierten Lebensjahr, glaube ich. Kiyokos Mann war ein guter Freund meines Vaters und ist vor 9, 10 Jahren gestorben. Er hat sich gewünscht, dass wir uns um die beiden kümmern. Kevin Jonas Senior hat sein Versprechen gehalten. Er hat uns damals unter seine Fittiche genommen. Und deshalb sind wir jetzt hier. Wir kennen uns so gut. Sie gehören zur Familie. Ein besseres Dreamteam kann man sich nicht wünschen. Diese Menschen sind nicht nur eine Rock'n'Roll-Crew, sie sind unsere Vorbilder, unser Sicherheitsnetz und helfen uns, unsere Träume zu verwirklichen. Lasst deshalb auf eurem nächsten Konzert ordentlich Applaus für unser Team hören. Die Jonas Brothers sind nämlich wirklich eine große Familie.